Yo Boys and Girls, was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren kurzen Quick Guide für Natiata. Heute haben wir die Quest Requisition mehr Ringelblätter oder mehr Ringelblatt. Und dazu fliegt ihr als Hortler zum Beispiel zum Kelias Grab. Als Allianzler kommt ihr irgendwie anders hier hin. Geht hier runter, dann rechts hinunter in den Tunnel der tiefen Nattern. Und sobald ihr hier unten angekommen seid, liegen hier normalerweise, wenn hier keine Leute sind, schon mal 3 Ringelblätter rum. Hier liegt noch eins rum. Das haben wir schon mal, sehr schön. Dann geht er hier einfach weiter nach links so mäßig. Hier liegt noch eins, wenn es nicht gelootet ist. Und hier auch noch. Dann hätte man theoretisch schon 5, so natürlich nicht. Ansonsten kann man hier noch weiter rumgucken. Genau, dann hier oben seht ihr, hier links liegt auch noch eins rum. Ist nicht der beste Spot so eigentlich theoretisch. Wenn ihr das soweit gecheckt habt, wollt ihr nicht zum Repositorium der Shirakes. Nein, hier wollt ihr nicht rein, weil hier eigentlich kaum Ringelblätter rumliegen, oder? Moment. Hier oben lag auch mal eins rum, aber heute nicht. Schade. Aber gar kein Problem, ihr geht einfach hier hoch zur Terrasse der Ashari. Denn in diesem Gebiet hier liegen auch noch ein paar rum. Genau, sehr schön. Hier haben wir ein weiteres Ringelblatt. Wenn ihr die Terrasse soweit gecheckt habt hier in diesem Bereich, geht ihr einfach weiter westlich. Und hier liegen dann auch wieder Blätter rum. Theoretisch müssen hier schon wieder welche rumliegen, aber die sind auch weggelootet. Ah ja, hier haben wir wieder eins. Sehr schön. Ihr könnt schon sehen, wir werden jetzt immer weiter Richtung Westen gehen. Denn ja, in diesen Spots hier so sind auch diese Ringelblätter zu finden. Im Süden findet ihr die gar nicht. Im Osten bei diesen Ruinen, ertrunkene Markt, Zinnajari und so gibt es die auch überhaupt nicht. Hier ebenfalls nicht. Deswegen ja, geht schon lieber in den oberen Bereich von Natiata lieber. Hier diese Zwischengänge, aber hier haben wir auch noch eins vergessen. Die Mobs fucken natürlich hart ab jetzt. So, ihr seht, wir sind immer noch hier und wir haben ja gute Respawns gehabt. Hier liegen auch immer ungefähr 3 rum und ich bin jetzt auch schon sofort bei 10. Ich kann noch sagen, hier in dieser Höhle ist auch ein guter Spot und die Terrasse der Sanjia ist auch ganz gut. Also theoretisch immer von Westen nach Osten, also von Tunnel der Tiefennattern hier über diese komischen Gänge. Einfach zur Terrasse oder direkt hier oben in die Höhle. Hier sind auch ein paar. Aber ich würde sagen, generell Tunnel der tiefen Nattern, da findet man am meisten. Da sollte man als erstes hingehen und dann einfach vorarbeiten, nach Westen reiten und dann ansonsten wieder zurück und auf Respawns hoffen. Gut, das war's von diesem Guide. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Haut rein. Ciao, ciao.